Welche ist eigentlich deine Lieblings-UMP? Das ist eine gute Frage, zumal die ja kaum einer spielt. Denn seitdem es die MP5 gibt, spielt jeder die MP5. Wer braucht schon noch die UMP? Ich weiß es auch nicht. Trotzdem, gibt es da vielleicht doch ein Ranking. Also für mich auf jeden Fall. Und das zeige ich euch jetzt. Das Ganze findet natürlich wieder Hand in Hand mit Skin Baron statt, unserem Partner in Sachen Skins, kaufen, verkaufen, babam. Link ist in der Beschreibung. Wir starten wie immer mit dem 10. Platz. Und da kommt direkt ein Skin, der mir noch ganz neu war, und zwar die UMP 45 Bone Pile. Vorhin beim Liste erstellen dachte ich, was ist denn das? Man konnte es auf dem kleinen Vorschaubild gar nicht erkennen, aber da sind Totenköpfe drauf. Hallo? Sweet! Und der Preis ist erschreckend hoch für den 10. Platz. 4,99 €. 2,95 €. Da ist auf jeden Fall ein Schnäppchen zu machen, ne? Viele gibt's ja nicht, sie hält also eine gewisse Rarität inne. Platz Nummer 9, Blaze, die kennt man wiederum. Braucht man nicht viel zu sagen, ne? Flammen, wow. Preis, wow. Warum ist die so teuer? Ich dachte, die wäre viel günstiger. Okay, das ist alles FN. Gibt's die nur in FN? Die gibt's nur in FN. Ist die, hä? Ja, alle FN. Nee, Minimal Wear. Hahaha, erwischt, direkt teurer. Okay, ist ein Souvenir. Stabile Geschichte. Die Grobrie befindet sich auf dem Platz Nummer 8 mit der Nummer 36. Ist altbekannt, wie ein bunter Hund. Allseits beliebt. Naja, eher nicht. Und die wiederum gibt es ausschließlich in Fehltested. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich habe nichts eingestellt, ne? Nichts. Guck mal. Wir gehen mal nur auf Minimal Wear und Factory New. Okay. Ja, also wenn man unbedingt einen in Fehltested haben will, kann man hier für 24 Cent, für 20 Cent zuschlagen. Platz Nummer 7, UMP 45 Moonrise. Keine Sorge, es kommen auch noch Skins, wo hier alles schön bedazzelt ist. Finde ich ein bisschen schade, weil man sehr viel von der Waffe hat, das nicht beskinnt ist. Das Lila könnte man einfach auslaufen lassen. Aber naja, trotzdem habe ich mich über die Einführung der Moonrise gefreut, auch auf der Glock. Finde ich, sieht das schick aus. Der Preis ist auch sehr chillig, 34 Cent, 30 Cent. Hier haben wir verschiedenste Quali-Stufen, Minimal Wear, Minimal, Moment mal, doch da, viel testet und so weiter und so fort. Haben wir auch Factory New? Ja, haben wir. Ja, guck mal da, ein Hund in der Waffe. Platz Nummer 6, Exposure. Die hat schon was, so kann man lernen, wie eine Waffe innerlich aufgebaut ist. Natürlich ist es sehr genau, detailgetreu und realistisch. Wie auch der Preis. Sehr realistisch ist, 61 Cent, ja, 24 Cent geht. Wir bleiben bei der Farbe Blau, aber es wird endlich komplett beskinnt. 5. Platz, UMP 45 Scaffold mit Eindellungen, schön. Ich mag's, wenn die heute über die gesamte Waffe gehen. Ne? Des Weiteren mag ich auch den Preis, geht immer noch gut klar. Sogar mit Statrack, 97 Cent. Ja, die sind in Ordnung, ne? 55 für Minimal Wear. Platz Nummer 4, Plastik aus der CS20 Case, also noch ein recht neuer Skin, der natürlich bei keinem Terroristen fehlen darf, ne? Mit dem Plastiksprengstoff dran, also die Waffe ist direkt plantbar. Schön. Bei den Kosten befinden wir uns immer noch sehr, sehr weit unten im Segment. Was natürlich für Fans der Waffe nicht schlecht ist, ne? Jeder kann sie spielen für 35 Cent. Und selbst mit Stat-Track hier oben, ne? 1,56 € im Minimal Wear geht. Dann kommen jetzt also wieder die oberen drei Plätze. Was habt ihr da stehen? Ich habe euch am Anfang schon gefragt. Lieblingsskin? Oder eure drei Lieblingsskins? Meine weiß ich auf jeden Fall schon. Da haben wir einmal die Momentum auf dem 3. Platz. Ist, glaube ich, aus der Danger Zone Collection. Also, ja, neu würde ich das jetzt nicht mehr sagen. Wobei es sich trotzdem noch nicht so arg lange anfühlt, dass Danger Zone überhaupt am Start ist. Sie beschreibt optisch genau das Momentum, von dem Sperling und ich immer sprechen. Die Preise heben sich jetzt etwas an. Ja, also in FT und direkt auch in Stat-Track gut 18 Euro. Hier Minimal Wert 3,95 €. Gibt es hier auch nochmal direkt in, ja, hier Stat-Track 10,60 €. Es ist halt auf jeden Fall ein schickerer Skin und da wird dann auch etwas mehr für verlangt. Guck mal da. Auf dem 2. Platz haben wir meinen alten Lieblings-UMP45-Skin und zwar die Arctic Wolf. Oder Wolf. Das Teil hat mir früher wirklich sehr, sehr gut gefallen, aber dann habe ich dann doch noch eine andere Waffe gefunden, die jetzt sogar noch darüber liegt. Aber bleiben wir noch kurz bei der Arctic. Man sieht hier einen wunderschönen Fußabdruck. Ich finde es auch gut, dass sie ein paar Akzente einfach gesetzt haben hier mit dem roten. Und das schlägt noch nicht mal in den Preis rein. Guck mal, 27 Cent. Pff, lächerlich! So ein schicker Skin für so wenig Geld. Da hat man wirklich einen guten Deal an der Backe hier, wenn man sich sowas ranholt. Vielleicht sogar was mit Stat-Track. Guck mal, ich mache jetzt nur Stat-Track hier drüben rein. Und dann sortieren wir hier noch nach Lowest Price. Okay, gut, in Battle Game, ja, das ist eher nicht. Aber ich denke, so hier in Field Tested kann man schon was machen. Ja, die geht klar. So, und schon kommt der 1. Platz. Was steht da bei mir? Und wird's arg teuer? Da haben wir die UMP 45 Primal Saber. Richtig, richtig sweetes Teil. Warte mal kurz, guck mal hier. So, sieht nämlich aus. Ein Schädel, coole Farbe, schick. Und der Preis ist halt, wie er ist. Man muss schon ein bisschen was hinlegen. Aber hat halt dann auch was in der Hand, sofern man sie noch spielt, die UMP 45. Denn als es endlich wieder die MP5 gab in Counter-Strike, musste ich natürlich umsatteln. Tja, so läuft's.
Und das war's auch schon wieder mit dem aktuellen Top 10. Jetzt kommen noch alle Heavies und dann die Knives. Weil wieder gefragt wurde, ob ich auch Knives mache. Natürlich kommen die Knives auch alle dran. Nur mache ich das nach einer Reihenfolge halt. Gut, Leute, dann sehen wir uns um 18 Uhr im Livestream heute wieder, ne? Und ja, haut rein.